sowas von bereit für Dark Souls 3. Ja, wir klatschen erstmal den Typen hier runter. Da unten sieht man nämlich besagtes Item. Oder was heißt besagtes Item? Ist das überhaupt das, was ich meinte? Ja, ich glaube ja. Oder ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, da ist Ich besser, muss wenn du sagen, ich da glaube, wir, genau, runter. wir gehen vielleicht mal hier Oder rüber. kommt man da überhaupt hoch? Nee, ich glaube, der Punkt war. Nee, sieht nicht so Man aus. geht nämlich nicht hier. Hier hin. Aber da muss man einfach über den Graben springen. Wenn das klappen würde, hätte man hier keine Brücke. Ich glaube, wir müssen uns mal um den da links kümmern und dann gehen wir da an der Seite runter. Zack, zack. Oh, der Unterschied ist echt herb, ja. Das muss man ja sagen. So. Was meinst du jetzt für einen Unterschied? Zwischen verwandelt und nicht verwandelt von diesen Viechern. Ich würde gerne hier an diesen Steinen vorbei. Hm. Weil ich so Vielleicht gewisse kannst Vorbehalte dagegen du habe. auf der anderen Seite runterfallen. Wie meinst du? Hier hochgehe oder was? Oh, das ist auf jeden Fall auch noch ein Item. Ach, guck mal. Jetzt siehst du den da an. Und gut ist. Oh, der hält auch ein bisschen mehr aus. Der verwandelt sich auch nicht. Da ist ja gar nicht dazu kommen. Oh, Oh! Titanitscherbe! Yeah! Vier Stück haben wir. Ja, zwei fehlen noch. So, jetzt ist die Frage. Ja, darunter, ne? Ich würde aber einen Flask nehmen. Sicher, dass es da runter war? Ja. Ist ja irgendwie darunter. War das nicht hier? War doch hier. Ja, aber wenn du doch darunter springst, kommst du doch daher, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Das muss rausfinden. Das ist. Na, dann nehmen wir doch lieber Nestus. Aber ist auf jeden Fall eigentlich auf derselben Ebene, oder nicht? Da kannst du da hinten irgendwie rumlaufen. Guck mal, da kannst du auch runter. Na, ich weiß nicht. Warte mal, ich laufe mal kurz hier hoch, weil ich nicht gerade nach rechts komme. Oh, ich komme hier nach rechts. Da ist der Zauberer. Das ist doch da, wo wir runtergesprungen sind. Um Stimmt. dir das Schlachtermesser zu kriegen. Genau. Ja, das ist da, wo das Schlachtermesser lag, oder nicht? Hä? Fakt ist, ich gehe Oder jetzt hier vertut man runter. sich da jetzt? Guck mal einmal hinter dich, nicht, dass da irgendwie. Nee, okay. Aber dann kommt man, wo kommt man denn da hin? Jetzt bin ich gerade ein wenig irritiert. Jetzt bist du wieder da. Okay, hat uns effektiv nichts gebracht. Wir müssen dahin, wo dieser Typ ist, glaube ich. Ich meine, Ja. das Item liegt irgendwo da unten. Ja, ich leuchte dich auch schon schön, Ja, aber. dann müssen wir, dann haben wir eigentlich gar keine andere Wahl als YOLO. Ja? Na, guck mal. Das war gekonnt. Das war präzise, Das ja. war gekonnt, Oh, guck mal. gejollet. Oh nein! Ja. Ich glaube, der eine Typ ist gerade runtergefallen. Ja, das ist richtig. Na. Oh, jetzt ist das visiert. Das ist sehr gut. Komm, jetzt hau drauf da. Sehr gut. So. Zwei Items liegen da sogar. Versucht Ring und dann Zeit für Wunder. Mornes Morns Ring. Ring. Ja, guck mal. Können wir direkt mal gucken, was der bringt. Verstärkt Ja, Wunder. Mann, Na, gut, geil. ich. Also eigentlich hätte man sich jetzt. Oh, warte mal, Ah, da lag ja noch ein Item, ne? vielleicht sollte man sich tatsächlich sparen, wenn man. Na, 29. Da Weil wenn lag wir den noch Ring. ein Ja, Item. wenn wir den Ring anlegen, der uns nichts bringt, dann kostet uns das ja nur. Foyen von Karim. Ja, das kostet uns dann ja nur Beladung. Wo war der? Keine Ahnung, wo der runterfällt, müssen wir gucken. Geh mal RB. Digitalkreuz, was los? Warte Da. mal, Scherben haben wir Da jetzt warst du. vier. Da. Da. Hohe Wunder von Karim lernen. Ah, klar. Nutzen geht Moment. natürlich nicht. Kannst du, das sind so Sachen, die kannst du dann den Leuten abgeben, die dir was beibringen können. Das heißt, du könntest das der Blinden geben im Lager. Ach so. Dann Aber kann die dir neue Zauber beibringen. kann sie aber mit der Klasse jetzt nicht, oder? Ne, mit der Klasse bringen ist das gar nichts. Ja, wir spielen halt Das wäre ich keinen mich auch Zauberer. gewundert. Für Krieger findest du so gut wie nichts. Da freust du dich halt über Waffen. Als Zauberer freust du dich halt über solche Bücher. Das ist halt so. Ja, findet man auch recht selten. Aber Beziehungsweise du freust dich über Kohle, wenn du zum Beispiel Kohle für den Schmied findest oder so. Wobei ich da auch überrascht wollen bin, wir dass mal wir nach da da noch unten? nicht. Ja, da geht's doch weiter. Nach links. Nach links ist ja der Kreis mit dem Bonfire. Ach ja, stimmt, jetzt sind wir wieder hier. Wobei ich mich auch wundert, dass wir bis jetzt noch keine Kohle gefunden haben. Das ist irgendwie so.
Da bin ich auch gerade mal kurz im Internet. Guck lieber mal, wo wir schon Titanit, wo wir schon Dings hätten finden müssen. Die Kohle von Pharaon ist der erste, die man findet. Vom Feuer halbfeste aus läuft die gerade aus. Okay, dann haben wir noch keinen. Nee, die kommen alle noch. Die Kohlen. Wir haben, und, also, wir, dann wir guck mal noch, nach den Estus-Charts. Wir hätten noch keine Chance, eine Kohle zu finden. Warte mal, wenn wir jetzt eh vorangehen, dann kann ich eigentlich auch mal zum Leuchtfeuer gehen. Warte, dann kann ich mal gucken, wann die nächste Asche kommt. Wenn wir schon gerade dabei sind. Die erste Asche ist die Asche des Bestatters, die haben wir. Asche eines Paladins, da sind wir Vater auch noch nicht. Da sind wir auch noch nicht. Sind wir da nicht gerade? Ja, da sind wir jetzt gerade. Das ist ja der Anfang. Red mal mit den beiden. Ja, was ist, guck mal nach Dings-Charts. Oh, er sagt gar nichts. Er gibt mir einfach blaue Wächter. Ja, der ist, oh, hallo, wie geht es euch? Hi. Die erste Scherbe findet ihr auf der Hohen Mauer von Lothric. Haben wir schon. Die hatten wir, ne? Genau. Ja. Die zweite kann man kauft für 20.000 Seelen den Turmschlüssel bei der Schreinmaid und geht zum Feuerbahnschrein rechts die Treppe hoch, bis ihr rechts rauskommt. Hinter dem Riesenbaum schließt ihr die Tür auf und kommt so ein Stück. Ja, das ist halt das. Hm. Die nächste Scherbe liegt in der Untotensiedlung. Da waren wir schon. Ne? Die haben wir übersehen. Ihr müsst den Verlauf von Leuchtfeuer hinterher, dem jedes Mal erneut runtergelassenen Tor folgen, bis ihr den zentralen Platz mit dem brennenden Baum erreicht. Hier trifft ihr zum ersten Mal auf eine dicke Missionarin, die inmitten einer Horde Untoter steht. Metzelt euch durch und nehmt die Scherbe von dem Baum an euch. Das war die, wir noch nicht getötet hatten, ja. Die vierte Scherbe liegt am Pfad der Opferung. Ja, da, ja gut, das machen Kristallwein, wir. Kristallwein, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Also, geh mal nach links. Dann gehst du eine runter. Dahin, ja. Die Untotensiedlung, okay. Ja gut, das mit den 20.000 Seelen, den Turmschlüssel, kann man vielleicht mal machen. Naja, ich meine, der Estus ist schon mal was wert, aber man muss halt auch erstmal 20.000 Seelen zusammenkriegen. Ich glaube, mittlerweile würden wir das auch schaffen, da die Olle wegzubitchen. Da muss er erstmal durch. Ja, dann holen wir uns die Shard erstmal. Das ist, glaube ich, ganz cool. Jawoll! Jawoll! Ja, da bist du wieder mal richtig schön offensiv in die Scheiße geritten, aber sowas von. Was machst du da? Ich habe angegriffen! Ja. Das war ja der Punkt! Das ist das Problem! Das, ne? Oh, Kämig. Mann. Das ist, mein Timing ist bei denen echt so ein bisschen am Arsch, glaube ich. Ich merk schon. Das ist halt so. Blocken und dann erstmal angreifen und dann so in dem Moment greifen die an. Ja, der macht jetzt gar nichts. Muss man auch nicht verstehen. Ja, die haben auch Ausdauer, die verbrauchen, ne? Ja, aber er stand ja die ganze Zeit rum rechts. Ja. Er hat ja nichts gemacht. Ich habe ja mit dem anderen gekämpft. Das war ja der Witz daran. Und jetzt kommen wir diese dämlichen Viecher, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen ja eh nur durch, oder? Ja, aber die Typen rennen ja, glaube ich, doch hinterher, meine ich, ne? Ja, wahrscheinlich auch nicht ewig. Dreh ich mal um. Ja, guten Tag. Guten Tag hier. Ja, gut. Ja, dann muss ich jetzt gucken, dass ihr die Missionarin da wegbitscht. Da an dem Baum liegen halt die Items, ne? Ach, die ist das. Ja, die. Da waren wir noch nicht stark. Stimmt, da wo wir meinten, ja, wissen wir nicht genau, ob das was Tolles ist. Und dann ist es eine Estus-Shard. Dann kannst du nämlich, guck mal, ich würde erstmal die alle wegbitschen, weil die stehen ja nur da blöd rum. Die können auch nichts eigentlich. That's what he said. Die machen ja nichts, sobald du, solange du ihn nicht angreifst. Das lief gut. Das ist ja 2 Hits, also das ist ja echt nicht schwer. Ah, dann hast du freies Kampffeld. Oh, was hat der denn jetzt gedroppt? Brandbombe. Oh, vielleicht mal, dass wir noch außen rum ein bisschen laufen, ne? Mhm. Ach, schade, da wollte ich zu viel. Gucken, ob ich den auch so mit dem Charge kriege. Aber auch immer nicht. Aber die hier Missionarin steht jetzt auf. Da muss jetzt auf die Magie aufpassen. Ja, oder? Genau. Nein. Oh, ich dachte, dass der die Magie wegblockt. Nein. Das war keine gute Idee. Ich was trinken. Du rollst natürlich auch genau in die Richtung, wo du noch die Gegner noch nicht. Ja, das war die erste Richtung, in die ich geblickt habe. Das war das Problem jetzt. Ah. Fakt ist. Nein. Oh, treu nicht dagegen. Hä? Ja. Hä? Hä?
Ich sag mal, was passiert hier? Ja, die hat dich umarmt. Die hat sich in Brand gesteckt und deinen Ach so. Umarmt. Du rollst aber wirklich genau dahin, wo die Gegner sind, ne? Das ist echt skilled. Lock einfach alle an. Ist doch logisch. Ja, wollen wir mal ein bisschen zurück? Nein, da sitzt auch noch einer. Den nehmen wir mal mit. Oh ja. Das war bloß nach rechts. Oder du rennst jetzt schnell zum Baum und holst dir die Shard. Das kannst du natürlich auch machen. Ach, die liegt beim Baum? Ja, die liegt am Baum. Ach so, ich dachte, es geht wirklich darum. Ah, okay. Nein. Jetzt stirbst du natürlich. Jetzt sterbe ich halt einfach mal einen dummen Tod. Ja. Einen sehr dummen Tod. Ja. Das war aber auch wirklich skilled. Von einem Gegner zum nächsten gerollt. Aber dafür habe ich lang genug. Also dafür habe ich ganz schön lange überlebt, fand ich. Das war schon jetzt echt bitter. Für das Level an Dummheit, was ich mir da geleistet habe, das war schon echt gut. Das war schon geil jetzt. Ah, schön. Sowas guckt man sich doch gerne an. Und ich dachte, wir wären mittlerweile auf einem einigermaßen amateurhaften Profi-Level. Das war gut. Ah, vergiss es. Ich glaube, das Problem ist, man gewöhnt sich einfach so sehr an die Level, und wenn man dann wieder andere Bosse oder andere Mobs hat, die sich anders verhalten, dann ist man da wieder ein bisschen raus. So, dann hole ich uns jetzt erstmal die Seelen wieder. Besser ist es. Das war nämlich gerade nicht wenig. Gute 3000, ja. Aua. So. Jetzt steht die Dicke auf. So, und jetzt mal gucken, wie wir das machen. Die stellen sich natürlich auch schützend vor sie, das ist natürlich nicht so. Ja, okay, ich hab mich. Ja, das fistet richtig. Ich habe erst gedacht, man muss die Olle killen und boah, die Gott. Droppt das dann. Lauf doch. Schrecklich. Ja, komm. Boah, Gott. Zurück, zurück. Oh, komm schon. Jetzt backstabben. Ah. Jawohl. Und ein Dings trinken. Uiuiui. Ja, sie hat was gedroppt. Wahrscheinlich mit irgendeiner Scheißrüstung. Bisschen Nahut. Jawohl. So, die dürften jetzt echt nicht mehr schwer sein hier, die Jungs. Ja, wer den kleinen Bob nicht ehrt, das ist es großen nicht wert. Ja. Ja, der macht eh nicht viel. Esto-Scherbe. Ja. So, jetzt läuft's auch. So, und jetzt wieder zurück zum Bonfire. Gut, dann haben wir das. Besser ist es. Könnte natürlich sein, dass dir wieder welche Viecher entgegenkommen. Ja, die zwei habe ich von denen gekillt. Penner. Stirb. Jetzt haben wir auch gleich genug, sogar genug Sehen für noch für ein Level Up, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. 5. Mittlerweile brauchen wir doch schon tatsächlich 5000. Schade. Warte mal, geh mal kurz da nach rechts. Also, jetzt. Da, dreh ein bisschen nach links. Nicht ganz so weit. Ich dachte, da draußen war ein Item. Auf der anderen Seite des Gebäudes. Wo die Mobs waren. Da, wo du dich immer so schnell dran vorbeidrehst. Hier so. Ja. Ja. Links, rechts, links, links, links. Ist jetzt gut. Nee, ich glaube, da war nichts. War nur diese Viecher. Gut. Oh, dann können wir jetzt bald mal endlich den 6. Estus haben. Jo, dann gehen wir direkt mal zum Schmied, würde ich sagen. Und, jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir mal sehen hätten, dann können wir auch gleich den 7. noch holen. Achso, für 20.000. Ja, das ist für 20.000. Ja, gut. Das wäre teuer für so eine Kann man sich mal überlegen, also irgendwann kriegt man auch für einen Bosskampf 20.000 Seelen, ob man dann den Bossfight die Seelen einmal benutzt, um dann erhöhte Nutzungsanzahlen. Sehr schön. Finde ich gut. Zuweisung ist alles immer gleich. Gott. Ist ja immer dann
Vom Verhältnis her wird die gespeichert. Ja, das Scaling verbessert sich leider nicht. Ja, das eine noch das andere. Ja. Ja, ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, sonst wäre es auch ein bisschen OP, wenn wir da auf einmal ein B-Scaling hätten. Ja. Nichts, weil du hast ja sowieso schon Doppelscaling. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ist scalen dann beide Werte zusammen hoch oder ist das dann nee, ist, nur der ich, höchste? Ist, glaube ich, unabhängig voneinander. Kann natürlich auch sein, dass wir dann, wenn das nächste Scaling hochgesetzt wird, dann dass wir Pech haben und dann das andere Scaling gescaled wird. Ja, wenn das andere Scaling runtergeht, dann ist das natürlich blöd. Das ist auf einmal so ein E-Scaling für Stärke und dann B für Geschicklichkeit und alle so, ja, danke. Ja, aber B wäre gut. Wir haben ja C momentan. Ja, ich meine, wenn du ein B und E hättest, statt D mit und denen hattest du durchgequatscht alles? Ja, mit denen habe ich geredet. Gut. So, dann sind wir nämlich jetzt im nächsten Gebiet. Das wird sehr interessant. So, die sind auch lustig, die... die haben einen sehr langen Stock, ja. Das ist richtig, und die können auch tatsächlich, glaube ich, die können tatsächlich auch, glaube ich, durch dein Schild ab und zu chargen. Sehr gut. Ja, die kannst du auch ganz gut backstabben, wenn ich mich erinnere. Wenn man trifft, ja. Ja gut, jetzt habe ich nicht wirklich für einen Backstab gesucht, nach einem Backstab gesucht, aber ich meine, die kann man ganz gut backstabben. So, der Wald, der ist richtig unübersichtlich und... Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass so ein Wald unübersichtlich sein kann hier. Verstehe ich gar nicht, ne? Ja, kann ich echt nicht verstehen, ne. Ah, herrlich. Ah, schade. Ich hoffe, die stehen nicht genug beieinander, um beide gleichzeitig zu treffen. Boah, da kommt noch ein Dritter dazu und ein Vierter. Ja, jetzt ist aber hier... Oh. Da wurde es aber zum Dönerspieß. Ja, hat er ja gut also, gerippt. Ripp. Nun. Ach ja. Nun. Sechs Stück. Ja, dass man natürlich sich um zwei Leute kümmert und von links und von rechts dann noch einer kommt. Das ist halt, halt auch schon Premium. Wirst du ganz schick gesandwiched. Warte mal, war das jetzt hier runter? Ne, links einfach den Gang weiter. Da. Also den Rücken zu kehren, das ist ganz mutig. Ja, du musst halt gucken, ne? Und charge ich jetzt da durch? Das würde mich interessieren. Also der Controller war am Vibrieren. Aber sonst war es okay. Bis jetzt mal langsam platt, ja? Womit schlägst du? Mit den kurzen, schnellen oder mit dem... Mit dem kurzen. Ja, okay. Ja, ich glaube, die langen... Ich meine, der Charge zwar auch ziemlich lang. Ach, guck mal, wie viele da rechts stehen. Das ja. Erklärt, warum da so viele angestreckt kamen. Warte mal. Wir haben noch ein paar Pfeilchen, ne? Also. Ach, ein paar Pfeile. Man kann auch ein paar Pfeilchen produzieren, ja. Ja, danke, dass du zur Seite geschoben bist. Also... Ja, ich habe heute kein Zielwasser getrunken. Ja, jetzt kommen die anderen drei beiden nämlich auch. Kannst auch eigentlich auch auf die schießen, ist egal, auf wen du jetzt ballerst, glaube ich. Ist, ich dachte, der rennt also, nach links, ganz ehrlich. Das ist, schon, das ist doch scheiße, ey. Jetzt kommt er nämlich angecharged. Ja, das ist vorbei. Aber nur der eine. Die Florek gut. Zack, zack, zack. Jawohl. Ja, finde ich super. So, die anderen. Ja, ist ja. So. Ich möchte Sie daran erinnern, dass da 5000 irgendwas sehen liegen. Ich weiß, deswegen bin ich ja so vorsichtig. Ich suche gerade nur den Typen, der da rechts rumharzt. Ja, das ist der. Das sind die ja, das beiden. Ist, ja, da war noch... Nee, der eine gehörte zu dem anderen. Hä? Was war das denn jetzt? Ach komm. Was denn? Ja, der eine hat den anderen angestoßen. Ich dachte jetzt erst, es kommen beide angelaufen, deswegen. Deswegen fühlte ich mich gerade etwas verarscht. Ach ja. Jetzt dürfte rechts eigentlich keiner stehen. Ja, das war die Überlegung. Lieber mal das Schild hochhalten. Ach, da stehen noch zwei. Ja, ein Hund sogar. Ah, den Hund möchte ich lieber vorher pullen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt einer wieder von hinten kommt, ne? Also ist ja immer so ein bisschen. Weil die patrouillieren halt. Das ist ja ein bisschen blöd. So ein bisschen schneller sein als die. Der Hund kommt natürlich jetzt gut angerast, ne? Ja. Deswegen gehe ich mal lieber direkt auf die Waffe. Jawohl, ne? Ach, was soll denn das?
Ja, du hast halt keine Mega-Reichweite, ne? Das ist ja Das ist schon. richtig. Meine Fresse, ey. Trink was. Ich weiß. Ich wollte gerade für den Kampf was trinken, aber es hat halt nicht gereicht. Ach, Mann. Ich bin Hund auch mal ein bisschen. Ah, jetzt Ich hätte ich auch eine würde Charge nehmen können. auch sagen, Ein vom bisschen Schaden Prevent. her teilen wir ganz gut aus. Deswegen würde ich sagen, packen wir die Oh, nächsten. Oh, sehr Titanic-Scherbe. geil. Deswegen würde ich sagen, packen wir die nächsten Punkte auf jeden Fall in Vita. Ja, ich glaube, das ist jetzt besser. Und dann ist die Schlagzahl eigentlich auch ganz gut, Ja. denke ich mal. Irgendwie, wenn man selbst am Drücker ist, achtet man da nicht so sehr drauf, finde ich. So, Da ist auch also nichts für eigentlich können uns. wir jetzt sagen, wir können das ganze Gebiet einmal erkunden. Da Sag mal, rechts steht einer, ne? ich wollte gerade sagen, ich sehe ihn doch, aber er will ihn nicht anvisieren. Ja, weil da ein Oh. Baum vor ist. Kann ich da eigentlich durchs Wasser? Ja, klar. Wirklich? Ja. Nur aufpassen, sind auch Viecher irgendwo, ne? Gras war ein Schild. Da sind auch so fette Riesenkrabben. Ja, Ah! zum Beispiel, lauf. Genau sowas. Kann ich da durch Wasser? Ja. Ah. Ich habe deswegen gefragt. Okay, ja, das ist jetzt aber eine ganz kleine Krabbe. Kommt die jetzt hier angelaufen? Nee, die Vor hat. allem, die Krabbe ist einfach mal größer als die scheiß Bäume, die da stehen. Ich meine. What? Ich hätte eher gedacht, dass irgendwo so eine Du stirbst Kante im Wasser ist, wo du dann drüber fällst quasi und wo du dann einfach quasi ins Bodenlose fällst. Deswegen habe ich gefragt. Willst du nicht vielleicht einmal kurz zurück und ein Level holen, oder? Ja, Oder no gut, ich risk, no meine. fun. Naja, dann sind die ganzen Viecher wieder da. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist halt wie Die so. würde ich schnell töten, weil die spucken irgendwann Gift. Ab einem bestimmten Level. Also ab einem bestimmten Punkt, Okay. während du sie angreifst. Du kannst sie relativ schnell richten. Nur wenn du Okay, die dir zu halten es. lange Zeit lässt, dann spucken die Gift. Dann raspeln wir da einmal durch. Nehmen auch das Kreuz da direkt mit. Ja, gut. Sind wirklich tot? Oh, da unten ist noch ein bisschen Versammlung, ne? Jetzt auch probieren, ob du mehrere auf einmal triffst. Na gut, ich meine. Oh, das ist aber hier. Oh, das war Ja, jetzt dumm. würde ich abhauen, jetzt bist du nicht vergiftet. Ja, jetzt ist Feierabend, ne, oder? Oh, gucken wir mal. Hallo. Jetzt kannst du noch was einsammeln, ne? Ah, noch eine Titanitsche, aber. Sehr gut. YOLO hat sich gelohnt, ja. Dann können wir vielleicht jetzt ein Level abholen und die Waffe verstärken. Oh, guck mal, da liegt noch was. Würde ich vielleicht gerade anbieten. Ach, Noch noch eine eine Titanitsche. Ja, Titanitsche. komm, jetzt schmeißen wir uns die aber hinterher. Ist ja lächerlich. Wenn wir jetzt noch eine finden würden, könnten wir sogar den Bogen noch upgraden. Ja, aber wir Hinten. verlieren gerade Leben, weil wir vergiftet sind. Vielleicht wäre es besser, wenn wir Das uns heißt, dieser. erstmal. Was ist. Welcher Effekt. Also, ist das jetzt die Anzeige Unten hier ist der unten? Gifteffekt. So lange dauert er noch an und oben verlieren wir Leben. Okay. Deswegen würde ich sagen, geh zum Lagerfeuer. Ich gucke auch mal kurz. Ach, das war nur Spiegelung. Ich dachte, da waren noch Items. Ja, die können wir doch immer noch holen. Ja, nur damit man sie sieht quasi. Oder damit man. Ich weiß nämlich nicht, ob Ne? die Vergiftung weg ist, wenn man am Bonfire ist. Das bin ich, da bin ich Da mir gerade nicht sicher drüber. davon gehe ich jetzt eigentlich mal aus, aber sind die Viecher alle wieder da? Das ist mein größerer Gedanke oder mein größeres Bedenken. Ja. Wir werden durch dieses Gebiet noch ein paar Mal durchlaufen. Die werden uns noch ein paar Mal, ein bisschen Ja, die öfter eine Stelle beehren. mit den vier, die kennen wir ja jetzt schon Ja, mal. die wird uns noch ein bisschen Ja, öfter ist beehren. weg. Ja gut, dann weisen wir mal zum Feuerbandschrein. Dann graden wir erst die Waffe ab und dann. Das ist aber echt krass, wie viel Titanitia am Mann da findet. Ja. Immer so drei Stück irgendwie. Ja, irgendwie ein neues Gebiet und dann kriegst du erstmal wieder eine Ladung. Jetzt sollte das natürlich nicht mehr als 1000, also maximal 1000 Seelen darf es jetzt Nee, kosten, kostet glaube ich nur 500. sonst passt das nicht. Ja, komm, verstärken. Wo ist es jetzt? Da. Da. 434 kostet das. Dann haben wir 149 plus 28. Scaling bleibt ja. Ja. Waffenschaden wird erhöht. Ja. Ich glaube, das Gaming wird Jetzt sich brauchen wir irgendwie. große Titanitscherben. Jetzt brauchen wir große. Ach, guck mal. Also 1, 2, 4 und 6. Also jetzt Guck brauchen wir für mal die Uschi-Katana. da. Und eine große. Brauchen wir Das große. heißt, Dann wenn wir kannst du jetzt den noch kleine Bogen. finden, dann können wir Können wir die in den den Bogen packen. Bogen nehmen, genau. Ja, geil.
Wird aber Skating irgendwie auch nicht besser durch. Ja, erstmal nicht, ne? Gut, aber wenigstens haben wir die Katana. Dann können wir jetzt noch ein Level abgönnen. Nee. Links steht die. Oder? Ja. Komm, red. Nee, das ist nicht die. Ach, guck mal, wer ist das denn? Weiß ich nicht, hab ich jetzt gerade weggedrückt, weil ich dachte, das wäre die andere. Shit. Nee, das ist der. Das ist der Ritter? Ja. Hä? Da. Aha, komm. Zu viele Leute. Plötzlich ist es jetzt da ist richtig. Ist auch am Gang, weißt du? Plötzlich ist es richtig voll da. Das ist richtig schlimm. Ist ja hier wie im Stadion, oder? Meine Güte. Jetzt haben wir gesagt Vita, ne? Als nächstes, ja, ne? Ja, Vita. Auf 17. Ja. Danach brauchen wir 5900 Seelen. Das ist ein ganz schön guter Buff von 594 auf 638 Leben. Und unsere Verteidigung erhöht sich dadurch auch immer. Das ist ganz gut. Unsere Widerstände. Oh ja, tatsächlich. Das ist ganz gut. Ja, geil. Sind wir Stufe 30? Ja, mehr Lebenspunkte. Das ist ein ganz guter Punkt, um jetzt die Folge zu beenden, würde ich sagen. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin.